mein Name ist Lorenz Julian, arbeite im Karosserie Bau München beim Thema 3D-Druck und habe da im Prinzip mein Hobby zum Beruf gemacht und suche da täglich noch Anwendungsfälle zum 3D-Druck. Diese Anwendungsfälle häufen sich von Tag zu Tag. Da fungiert der 3D-Druck als effiziente Stütze. Der Druck unterstützt uns da einfach extrem bei dem Thema Flexibilität und Innovation natürlich, weil wir extrem schnell, günstig vor Ort neue Sachen ausprobieren können, in die Anlage bringen können, Teile günstiger gestalten können, Teile besser gestalten können, Prozesse verbessern können. Also es ist in sehr vielen Bereichen eine große Hilfe. Hier haben wir den Leichtbaugreifer. Genau, da haben wir jetzt unseren Leichtbaugreifer. Meine Oma hat teilweise schon einen zweiten Greifer gesehen, die topologieoptimierten Teile aus PH6CF. Ja. In dem Fall ist es auch ein Prozessgreifer, das heißt, er übernimmt eine Aufgabe im Prozess. Er transportiert nicht nur ein Blech von A nach B, sondern er übernimmt einen Prozess, in dem Fall das Kleben praktisch. Ja. Das sieht man, Klebenaht wird aufgetragen, wird dann geprüft von einer Kamera, 100% Prüfung. Und wird dann weiter in die nächste Station abgeben, was dann mit den restlichen verklebt und verschweißt wird. Okay. Und davor ist es aus Metall gefertigt worden? Genau. Das heißt, die Vorteile, über die haben wir schon ein bisschen gesprochen, heißt, du hast eine einfachere Montage, du hast weniger Montageschritte und es ist natürlich leichter und schneller für dich. Ganz genau. Da ist ja ganz kurz zusammengefasst. Ja. Also die Hauptvorteile zu einem konventionellen Greifer ist, dass wir auf jeden Fall sehr viele Metallteile zu einem Kunststoffteil zusammenfassen. Ja. Das heißt, wir reduzieren auf jeden Fall schon den Montageaufwand. Ja. Wir reduzieren das Gewicht. Wir verbessern teils auch die Funktion, weil wir natürlich dann Erfahrungen gleich mit einfließen lassen. Und durch die Gewichtsersparnis natürlich am Roboter können wir halt dann entweder Zeit oder Energie halt sparen. Wie der 3D-Druck Prozesse vereinfachen kann, sehen wir in diesem Anwendungsbeispiel eine Einstellhilfe für die Heckklappe der Fahrzeuge. Wir machen ja tägliche Auswertungen, wie viele Rückschleuser wir haben wegen den Heckklappen und da hat sich definitiv einiges verbessert. Die Arbeit ist einfacher, ich habe positives Feedback von unseren Mitarbeitern bekommen. Man kann nichts aussetzen. Den Prozess würde ich dir jetzt mal zeigen, wie wir den benutzen. Ja, gern. Wir haben hier zwei Leeren, eine für die rechte Seite, eine für die linke Seite. Die Leere zeige ich euch mal vom Nahen. Die ist relativ gut, weil wir hier Magneten haben. Somit verrutscht die Leere nicht. Wir können sie ganz in Ruhe hier, da gehen wir hin, stellen die Klappen exakt auf Null. Wunderbar. Das ist praktisch die Höhe von Heckklappe. Genau, richtig. Das ist die Höhe von der Heckklappe. Anschließend gehen wir her, schauen uns, wie weit ist die Heckklappe draußen bzw. drinnen. Dementsprechend stellen wir die Heckklappe auf unser gewünschtes Sollmaß ein. Das ist praktisch jetzt in Fahrtrichtung dann die Einstellung, gell? Genau, richtig. Also der 3D-Druck bei uns in der Zentralwerkstatt oder allgemein im Werk wird sich definitiv noch extrem weiterentwickeln, meiner Meinung nach. Also vor allem bei den angesprochenen Themenbereichen gibt es bestimmt noch viele Anwendungsfälle. Und vor allem wird es dann halt bald auch interessant, wenn neue Anlagen für neue Modelle kommen, dass man diese Teile dann mit den aktuellen Erfahrungen von Anfang an zum Einsatz bringen kann und nicht nur ein bestehendes Teil ersetzt. Deswegen bei uns in der Produktion auf jeden Fall mit dem Verfahren FDM wird es da eine große Entwicklung geben.